Herzlich willkommen zu Kapitel 4, das Tor zu einem anderen Reich. So. Triff dich mit der Mutter der Waldlichter. Ahoi, Fluffilein. Alice, ich möchte dir ein paar Dinge über dein neues Zuhause verraten. Zunächst einmal solltest du es gründlich durchlichten. Vielleicht klappt es ja mit einem der neuen Zaubersprüche. Außerdem wartet dort eine Scheune auf dich. Darin könnten deine Mamus, die dich mit Milch versorgen, und deine Wollhörner, die dir Wolle schenken, wohnen. Diese Lieblinge kannst du bei Jehema kaufen, wenn du bereit bist, dich ins Bauernhofleben zu stürzen. Eddie, der Seemann. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Ja, es ist warm. Da gebe ich ihr recht. Ich habe mich schon wieder vergessen, Rüben zu holen. Dass die Tiere noch nicht, oha. Nein! Wieso kann man damit nicht besser, ey, Mann? Das ist ja... Die Tiere wurden... Die Tiere, die gerade genannt wurden. Die Waldlicht, Waldgeister. Stimmt, ich muss mich auch noch um euch kümmern. So, sie hat doch geknuddelt. Hat TBS geknuddelt. So. Hat sie geknuddelt. Ach so, du meinst sie die Wollknäule und die anderen Dinger da. Ich habe Bella geknuddelt. Bella, lass dich bürsten. Nett. Hey! Hey! Oh, jetzt habe ich Patsy gebürstet. Bella will gerade mit Patsy kuscheln und jetzt hat Patsy die Kuscheleinheit mit Bella genommen. Okay. Ich bin lieb zu dir, aber... So, es kriegt ihr noch Futter. Sei du auch lieb zu mir. So, Bella. Jetzt bist du noch gebürstet. Perfekt. So. Dann holen wir Mana-Tränke. So, gucken wir mal, was wir noch verkaufen können.
Und Rüben kaufen. Rüben kaufen. Rüben, Rüben, Rüben. Ja, nicht nur Animal Crossing, sondern auch hier, gell? Rüben, Rüben, Rüben. So. Gut. Dann pflanzen wir noch schnell und dann gehen wir machen. Ah, und hier kann ich meine Hühner, meine anderen Sachen reintun. Cool, boah, ist das groß. Wer wohnt eigentlich hier? Ja, auch hallo. Heißt es meins oder? Nee. Barry. Wie geht's dir? Das können wir mal hier auch. Zauberer los! Ich hab einen Tischleuchter! Hallöchen! Nicht, dass mich stolzer zu sehen, dass Arizona erfolgreicher sind. Danke, dass du mich gefunden hast, Fluffy Alice. Ich habe mich schon sehr lange nicht zu erkennen gegeben. Ich bin die Mutter der Waldlichter und schon sehr lange hier. Die meiste Magie in Arizona kommt entweder von mir oder von meinen Naturgeistern. Du hast schon Nappy kennengelernt, aber da sind noch Boetal, Grell und Flammo. Sie sind liebenswerte Wesen, die kleine Fliegen keiner Fliege etwas zuleide tun würden. Sie verstehen euch die Konsequenzen ihres Handelns. Danke, dass du dich so gut um Nappy gekümmert hast. Willst du ein Geschenk, das ich dir bei deiner Reise so noch behelfen sein kann? Wie wär's mit ein paar Flügeln? Für wen ist das? Dafür bräuchte ich ein paar Zutaten. Könntest du sie besorgen? Ich krieg Flügel! Mir geht's auch gut. Ich krieg Flügel. 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 Flügel, Flügel, Flügel. Nee, so, oh, wie langweilig. Ich bin schon bei meinem zweiten, dritten Paar Flügel.
Sterne. Flügel! Flügel, 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 Flügel! 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 Flügel, Flügel, Flügel! Flügel! Flügel, Flügel, Flügel! Flügel, Flügel, Flügel! Wartet mal. Wie kommt man da oben hin? Ha! Blumenbeet, hab's. Jumping. Flügel! Flügel, Flügel, Flügel! I've got fairy wings! After the next quest. Wieso habe ich den Topaz-Siegel schon wieder nicht mit dabei? Yes, Fairy Rings! Awesome, yes! Wenn du vergesslich bist. Das habe ich vergessen, dass ich vergesslich bin. Wenn ich vergesse, dass ich vergesslich bin. Wieso heißt der eigentlich gemeiner Steinkreuz? Was hat er mir getan, dass er gemein ist? Geht's hier inzwischen weiter? Ah, dafür brauche ich die Flügel. Got it. So. Fertig und platziere Glashaus für Flachlandtierchen. Okay. Und geht's da? Geht's da? Nee. Ja, mal komm. Nee, den habe ich ja schon gemacht. Wir brauchen jetzt Glashaus für Flachland. Okay, wir brauchen Steinziegel und Buchenholz. Fünf Steinziegel. Fünf Steinziegel. Fünf Steinziegel. Ich habe, glaube ich, scheinbar keine Steinziegel. Und fünf Buchenholz. Steinziegel. Und noch zweimal Buchenholz. Buchenholz. So. Ah, genau. Das Topaz-Siegel. Ja, komm, den Topaz-Siegel können wir dann schon mal hinterbringen. Topaz-Siegel. Irgendwo hier lang, ne? Ah! Good to know. Topaz-Siegel. Topaz-Siegel. War das jetzt oben oder unten? Ach,
hier. So, ta 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 ta. Kabam. So. Erinnert mich jemand das nächste Mal daran, dass wir hier für unsere Tierchen die Sachen machen? Dass wir dieses Glashaus-Ding machen müssen? Ich glaube, ich habe es bis nachher wieder vergessen. Hm. Ich brauche eine Beerde und so. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ah, wo ist denn der Bienentyp? Ich könnte noch schnell den besseren Kescher kaufen. Wie hieß der denn nochmal? Wo finde ich den? Oh Gott, wie sah der nochmal aus? Wer war denn das nochmal? Das war so ein älterer, pummeliger. Ach Gott, wo ist der denn? Weststadt, Weststadt, Weststadt. Ah, da, da, der Mel. Danke. So. Man. Moment, habe ich hier nicht irgendwo in der Nähe dieses Ding? Wie komme ich jetzt am schnellsten zum nächsten? Oh, eigentlich war ich gerade da, ich bin so lost. Ah ja, hier. Weststadt. So, danke. Weststadt! So. Perfekt. Flatterstaub. Okay, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber... Cool. So. Gut. Echt einiges geschafft, ne? Okay, gut, liebe Leute. Ich würde mich dann für heute verabschieden. Wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut, träumt was Schönes. Wohin schicke ich euch denn jetzt? Hm. Wir haben heute. Ja. Gut.